Hallo, willkommen zum dritten Spiel von unserem Turnier, vom Mogge Gaming Champions League Turnier, würde ich es mal sagen. Diesmal nachkommentiert, der Dale ist noch mit dabei. Genau, machen wir eine Co-Moderation hier. Jawohl, wir mussten leider, also bei der Aufnahme konnten wir nicht live kommentieren, aufgrund von plötzlichem Besuch, unerwartete. Ja, hier geht es schon direkt richtig los. Genau, das war jetzt Spiel 3 zwischen uns beiden, ne? Genau. Ja. Ich bin jetzt ManU gewesen und der Morlum, der war jetzt wieder in FC Bayern. Und da die ersten beiden Spiele ja unentschieden ausgegangen sind, war das hier so eine Art Finalspiel jetzt. Wer das gewinnt, der gewinnt auch das Turnier. Genau, also weil wir haben kein Hin- und Rückspiel ausgemacht und jetzt pass auf, da erstmal schön McGiddy Spin voll umsonst. Genau, aber hier ganz locker von ManU natürlich weggemacht, ne? Ja, wir hatten eben sehr ein geringes Regelwerk. Da gab es auch nichts von wegen Auswärtstore zählen doppelt oder so, sondern einfach Fußball wird gespielt. Und ja, jeder darf einmal gegen den anderen. Das waren alle Regeln. Genau. Ja, und das ging ganz schön hin und her. So viel kann man schon mal vorher verraten. Aber jetzt, diesmal hat er geklappt, ne? Aber ja. Der letzte Pass ist immer, du hast echt gut verteidigt. Ja, das war in dem Spiel sowieso, da war der letzte Pass immer so das größte Problem. Ja. Au, da habe ich den Ball aber richtig schlecht verloren direkt mal. So, der... Oh, ja, Alaba leitet mal irgendwie einen recht misslungenen Angriff ein. Das ist halt auch mal fies. Ja, ja. Das ist vor allem fies. Das hätte das eigentlich direkt eiskalt. Karte und alles Mögliche geben können. Also... eine Frechheit. Ja, oh Mann, schon direkt ein fieser Konter von dir. Ja, rot. Souverän. Ich habe ja auch ein Bollwerk hinten drin. Genau, nicht. Was? ganz knapp im Abseits, das war wirklich Zentimeter. Ja, man kann das auch in Zentimetern noch angeben. Ja. Das ist eine hohe Zahl. Oh Mann. Elegant. Siehst du, ich kann mir schon erlauben, hier mit Lupfer. Ja, auf Pass, jeden Fall. Ja. Weil das Spiel eigentlich schon gelaufen ist. Da, zack und... ja. Und nix. Oh Mann. Ich meine, ich hatte ja auch eigentlich gar keine Chance in dem Spiel, weil du hast ja jetzt mit dem amtierenden Champions-League-Sieger gespielt. Ja, das ist natürlich auch so. Ole ole. Genau. Das ist einfach unmöglich, dann gegen die zu gewinnen. Ne? Also das war sowieso schon von Anfang an unfair. Ja, da hat EA so ein Scripting bestimmt eingebaut. Genau. If Champions League-Sieger seinen Win. So wird es sein, ja. Also so ganz grob. Oh, schön vorgelegt. Ja, wird nix, wird ich nix. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das Tor geschossen habe. Ich glaube nämlich jetzt. Ja, und ja, da war er drin. Der Fantasy. Da rutscht er doch gleich mal auf den Bauch. Ich sag noch, wird nix. Stimmt, da gehe ich da einfach... oh, unfassbar zur Grundlinie. Ja, der stand also ich will mich ja nicht selber loben, ne? Aber das Tor, das wird echt jetzt in allen Wiederholungen nochmal gezeigt. Das wird in die Geschichte eingehen. Genau. Oh Mann. Ja, ja, das war jetzt nicht so toll. Ja, aber du hast ihn gut gesehen, das muss man dir lassen. Der stand schön frei. So, aber jetzt pass auf hier. Alaba. Da! Der geht auch durch. Ja, da konnte ich nur noch das Foul ziehen, ja, aber... ja, und jetzt pfeift er doch noch den Das Vorteil, ist natürlich eine perfekte Pause. Das ist eine perfekte Freistoßsituation. Ja. Für den Robben, den kann er nämlich mit dem linken Außenriss so doppelt andrehen. Na, siehst du? Also noch schlechter kann man das eigentlich nicht machen. Außer also vielleicht, ich kläre zum Einwurf oder so. Genau. Also, oh Gott. Der war echt Mist. Ah, da hatte ich noch gerade so aufgepasst hier für den Lupfer. Ja. Ja, bei mir lief irgendwie viel über rechts in der ersten Halbzeit, sehe ich gerade. Mache ich auch total oft. Ich spiele echt immer über die Seite, die unten ist. Ja. Irgendwie, das ist einfach. Das ist bei mir genauso. Ich finde es halt angenehmer irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil es näher ist und ich dann auch ohne meine eventuell benötigte Brille noch gut sehe. Oh Mann, ey. 1-0 für United. Aber. Der FC Bayern ist ja auch Champions League-Sieger, weil sie sich eben nie aufgeben. Ja, ja genau. Oh Mann. Ja, das war jetzt so eine Phase, da hatte ich ein bisschen mehr Spielanteile, aber ja. Okay, gerade wo ich sage, wird der Ball jetzt verloren. Ja, aber es ist schon so, du hast da ein bisschen das Spiel gemacht. Ja.
was sich leider später wieder ändern wird. Aber ich will mal nicht so viel verraten. Ja, zumindest kann ich wieder mitspielen. Ja, irgendwie das, ja, da war ich so eine Phase, das war schwierig, weil halt dann nach vorne hatte ich dann auch oft irgendwie so, war ich ideenlos. Der ja. Ribéry wollte es immer alleine machen, konnte es aber irgendwie komischerweise nicht. Oder nicht immer. Das wäre Alaba. Ja, der ist echt irre. Da kamst du aber ganz schön frei zum Kopf. Ja, und der war knapp. Also, ja. Hätte auch drin sein können, meinetwegen. Hätte Fahrradkette, ne? Genau. Aber ich habe Badstube noch drin, sehe ich gerade. Aber naja, gut, das war ja jetzt keine Prognose. Ja. Da muss ja nicht die. Genau, das war jetzt einfach mal ein Bars-Turnier. Naja, es ging natürlich schon um einiges. Also um Ehre vor allem. Jede Menge Ehre. Ja. Und die Weltherrschaft. Und aber die Weltherrschaft, genau. Aber das ist ja normal, wenn wir miteinander spielen. Ja, der Gomez hieß, der hat auch mal getrickst. Und nochmal. Ja, da. Und dann geschossen, aber das kann er nicht. Also eigentlich kann er auch nicht tricksen, was man ja auch sehen konnte. Also meine Flanken kamen nicht so gut. Ja, aber jetzt kam ich einfach nicht hinten raus, ne? Und ja. Der G hält hier wirklich mal noch gerade so. Das 1-0. Ja, das war dann wieder eine Phase, wo ich eben wieder zurückgekommen bin. Ja. Aber da halt auch, naja, du hast ja gefühlte 20 Mann hinten drin, dann bei der Ecke. So ungefähr, genau. Ja, ich habe auch extra die blauen Trikots genommen, weil das noch immer so eine Antifarbe gegen Bayern ist. Also ich glaube, die Farbe blau, die mögen sie seit dem letzten Finale nicht mehr so. Ja, das ist, einige reagieren da allergisch drauf von den Bayern. Das war so ein bisschen Psychologie von mir, aber... Naja, es ist ja schon mal aufgegangen. Ist bisher aufgegangen, auf jeden Fall, ja. Und dann nochmal ein Konter, 45. ist halt immer ekelhaft. Da noch ein da lasse ich dich stehen. Ja, da bin ich ausgewichen, würde ich sagen. Ah, den hätte ich erst annehmen sollen vielleicht. Ja. Oh Mann, oh Mann. Mal ein Angriff vielleicht, ein Angriff vor der Halbzeit. Nicht so. Nein. leider gar nicht so. Also direkt weiter, jawohl. Da fällt mir auch auf, irgendwie im Menü haben sie geschlafen, irgendwie die Schiedsrichterboxen, die sind nicht irgendwie sehr mittig. Das ist ja. Ich glaube, da hat einer zu tief ins Schnapsglas geguckt, bevor er die Linie gezogen hat. Das denkst du nur mit deinem ungeübten Auge. Ja. Der Platzwart, der Einäugige, der fand alles war okay. Ja, genau. Der hat das eine Auge dann zugedrückt, um ein bisschen mehr Maß nehmen zu können. Der trinkt auch recht viel Alkohol, damit das gleicht es dann aus, dann sieht er ach doppelt. So, ja, natürlich, Augen, klar. Und dann war das, für den war das genau mittig. Also das hat schon gepasst. Aber die Trainer stehen beide da recht... desinteressiert untenrum, gucken sich das Spiel an und denken sich, oh, ich habe einen schönen Platz gekriegt im Spiel. Die sehen beide gleich aus. Also ich wusste nicht, dass Ferguson und Heinkes eine Glatze haben. Das war schon... Ja. Sieht schon sehr gut aus. Aber ansonsten haben die viel gemeinsam. Die sind beide alt. Ja, auf jeden Fall. Und Trainer. Und Trainer. Und haben zwei Augen. Ja, ja, genau. Oh, da, schau dir das an. Ja, da ist er, Gomez, der kann es halt. Das war wirklich so. Der weiß, wo er stehen muss. Einfach den Latschen hingehalten. Aber der erste Schuss an die Latte war auch schon eigentlich nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wer das war. Hier, der Müller hat sich schön durchgesetzt. Oh, aus Versehen, das war wohl weggedrückt, ja. Ja. Ich glaube, da war ich einfach wütend und hab mit der Faust auf den Controller Rage gehauen. Quit. Genau, Rage Quit. Ja, aber es war echt ein ausgeglichenes Spiel, muss ich sagen. Ja. Also auch so chancentechnisch. Das war wirklich, fand ich eigentlich... mir gehörte etwas mehr die erste Halbzeit und die zweite war dann echt deine da. Ja. Das war aber auch wieder so eine Szene, da hinten so ein Geier da drin. Ja. Das kann halt auch echt schief gehen. Hast du da gerade nicht geschossen, aber das ist dann in dem Eifer von dem Gefecht drückt man natürlich alles Mögliche. Aber dann hättest du das Ding auch schon für dich entscheiden können. Ja, genau.
Da, Müller, Müller! Haltet ihn doch auf! Und mit der Hacke. Da wollte der Gomez einfach zu viel jetzt hier. Ein anderer hätte es gemacht. Ja. Ja, aber der Gomez ist da, ist halt kein Filigrantechniker. Genau. So, jetzt mal über oben in Angriff. Ja, schon den ersten stehen lassen. Zack. Schön durchgesteckt auf Ribéry und er. Der macht es natürlich alleine, tanzt ein bisschen rum, kurz mal ins Ausgelaufen, tanzt weiter. Und dann ist der Ball weg. Oh Mann, das kann er echt. So, siehst du, dann habe ich neu aufgebaut hier. Genau. Wie in echt. Vorne keine Lücke gesehen, also Angriff neu aufbauen, Ball abgeben und dann alle hier nach hinten rennen. Oh, und jetzt ist da offen. Also, aber. Ja, ich habe zum Glück echt noch viele Lücken gehabt. Ich glaube, das kam wirklich durch das Passspiel vorher. Ja, da wollte ich den eigentlich etwas weiter nach vorne legen, aber irgendwie. Ja, da stand einer auch recht gut. Wollte drin. Mrs. Ashley das leider nicht. Ja, 20 Minuten noch zu spielen. Ein bisschen mehr. Das wird, das ist ein enges Ding auf jeden Fall. Schon ja. So ein glänzend. Nani. Glänzend pariert. Schon wieder so ein Getümmel. Ja, das war natürlich eindeutig Elfmeter und das war jetzt kein Foul von mir. Oh Gott, das kann man ja gar nicht mit anschauen. Wie ich den daneben gezimmert habe, ist auch legendär. Das stimmt. Ja, was hast du gut geklärt. Also ich habe es halt einfach nicht geschafft und dann. Genau, dann habe ich gedacht, komm, den Abstoß holst du noch raus. So, und jetzt schauen wir der Ribéry. Der leitet das Ding ein. Klasse, auf Müller. Der Müller war echt präsent. Aber, das Passen liegt mir halt nicht so. Ja, und schon wieder da ein guter Konter eigentlich oder ein guter Angriff. Also ja. Über die Außen war ich irgendwie anfällig gegen dich. Das war komisch. Heißt der Kagawa mal, aber auch noch so ein schwaches Schüsschen hier. Ah, und super, das ist typisch Neuer, ne? Und auf den Robben direkt. Und dann wird's schnell. Hält da keiner, ist doch klar. Zack, nur mit Foul zu stoppen. Ja, ich ja, beschwer dich. Also ich finde, da habe ich den Ball von Robben schon gespielt. Und der geht direkt, das sieht man. Genau, den will er direkt möglich. Machen. Und, aber nicht mit der G. Ja, der hätte ruhig mal einen Schritt zurück machen können. aus Respekt. Genau. Da, jawohl, schön die Passwege zugestellt. Auch der Robben macht es schnell. Auf Lahm, der spielt offensiv super mit. Und da ist das Ding. Mario Gomez. Da haut er den Boxer raus. Ja. Ja, Gomez Doppelpack, ne? Hammer, ja. Was ist da ja, hier? Da wollten wir irgendwie, da habe ich glaube ich wieder meine Faust benutzt. Ah ja, stimmt, da war irgendwas. Ja, 2-1 und sehr offensiv, die Manchesterianer. Genau, hohen Druck jetzt hier. Ja, da ist jetzt mal alles reingeworfen, ja, die letzten 10 Minuten. Das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, also. Ja. Evra, ja. Ja, da geht schon noch was. Ja, es ging einfach um die Ehre, also. Ja. Gedemütigt wird am Ende eh immer der Kerosin, von daher ging es einfach jetzt nur um die Ehre. Das war schade, dass der Pass irgendwie so hoch kam, sonst hätte ich einen richtig schönen Alleingang gehabt und hätte 4-1 geführt. Dann hätte ich doppelt reingeballert. Doppelt reingeballert, ja. Oder schon von außen 2 Punkte, 3 Punkte Wurf gemacht, dann 5-1. Das war der war knapp, ja. Ja, da weiß ich noch, da habe ich mich richtig geärgert, dass ich den nicht reingemacht habe. Ja, schießen kann der Rooney halt auch, ne? Das sieht man da schon. Na, siehst du, hast auch mehr Schüsse gehabt? 10-8, das war schon brenzlig, das Ganze für mich in dem Spiel. So, aber da schau mal, was ich da Überzahlspiel mache. Ich hätte den schicken müssen oben in der Mitte. So, hier ein bisschen Zeitspiel. Genau. Die Uhr ist ja, die läuft ja für mich. Und, dann ist es gleich vorbei. Ja, aber ich glaube, das ist da schon. Da kannst du jetzt echt
mal alles nach vorne werfen. Ja. 2 Minuten Nachspielzeit. Die spielst du selber locker runter, würde ich sagen. Da brauchst du mich gar nicht dafür. Ah, guck mal, jetzt habe ich einen Ball. Und dann ist natürlich einfach nur noch Vordreschen angesagt. Ja, anders konntest du dir einfach nicht mehr helfen jetzt bei diesem übermäßigen Druck, den ich hier aufbaue. Das stimmt schon. Ja, da, das war nochmal fies. Oben, der war so... Oh, und noch so ein Ding von Rooney. Alter Schwede. Haut da das Ding raus. Ja, und ich glaube, dann dürfte es auch schon gleich aus sein, das Spiel. Ja, leider. Oh nein, der lässt noch spielen. Nochmal am Zaubern mit dem Rooney. Weg das Ding und da ist es vorbei. Ah, ja. Wunderbar. Champions League Sieger, also Mokke Champions League Sieger. Bin genau. Dann quasi ich. Wuhu! Genau. Der Morlum. Ja. Das ist jetzt eigentlich echt ärgerlich. Mir tut es ein bisschen leid, dass ich den Dale durch den Sieg auf den Platz 3 schicken musste. Ja, das ist etwas schade, ja. Wir hatten beide während dem Spiel schon ausgerechnet, was wir wohl tun können, damit der Kerosin auf dem letzten landet, aber es war so schnell nicht möglich. Naja, gut, das war's. Ihr könnt ja einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Tschüss. Ciao.